Mann, ja, die Frifra-Freude ist groß. Du darfst gerne mitjubeln. Nur Mut. Eigentlich ist Animal Crossing ja ein richtig dummes Spiel. Die ganze Zeit weiß man nicht, was man zu tun hat. Es ist sowieso langweilig, es geht nichts ab. Und heute ist der 1. April. Also, April, April an der Stelle. Ja, war ein bisschen weak. Aber ich bin gespannt, ob die Bewohner, Belinda, Tom Nook und so weiter, am 1. April den einen oder anderen Schenkelklopfer auf Lager haben. Und ab dem 1. April gibt's ja dieses Oster-Event. Ja, Leute, Version 1.1.A? 1.1.1.A. So. Und ansonsten bin ich auch sehr gespannt. Funktioniert auch alles nur mit Internetverbindung. Wenn ihr die Uhr einfach vor- und zurückstellt, da kommen die Events nicht. Nee. Hey, na? Hallo, liebe Bewohner. Es ist Mittwoch, der 1. April 2020, 17.45 Uhr auf LPM Island. Und nicht vergessen, der Häschentag ist nur einen kleinen Hüpfer entfernt. Das heißt wohl auch, uns steht ein Wetterwechsel bevor. Eine Jahreszeit verabschiedet sich und die nächste zieht herauf. Hier ist nun das Neueste für heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Ich hoffe, ihr alle begrüßt unseren neuen Gast. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Campingplatz wird ausgecheckt. Machen wir glatt. Das neueste Farm 9, Leute. Ja, da bin ich wieder. Wir haben Post. Hallo. Zup. Hä? Die Bank. Hallo, 97 Sternis. Das ist ja, das haut mich ja glatt aus den Socken. Moment mal, was? Ach, Zinsen im Wert von sie. Ich dachte, es geht darum, was ich eingezahlt habe durch den Behälter da. Wir haben Tommy. Wunderbärchen, Markus. Ey, die klauen alle meine Witze, ne? Alles Klärchen, Wunderbärchen. Du hast ja ein ganz neues Zimmer in deinem Haus. Ich hab dir ein ganz prima Geschenk geschickt. Damit kannst du das neue Zimmer dekorieren. Hab ganz viel Spaß, Tommy. Ja gut. Kommt's einzeln oder was? So. Gut. Vielen lieben Dank. Die Bäume, Leute. Gilt das nur für die, die keine Früchte haben? Ist ja auch interesting. Dass der alte Birnbaum jetzt noch, ich sag mal, ja, winterlich in dem Falle? Auch nicht, ne? Aber es sind Blüten an den meisten Bäumen. Obwohl, an den meisten würde ich nicht sagen. An manchen. Laufen wir erstmal irrend herum und suchen den Hasenkollegen. Das war aber nicht, was die meinte, oder? Das war aber nicht, was gemeint war ursprünglich. Na prima. Von wegen Häschentag. Gut, die sagen ja auch nicht Ostern. Ne? Ostern sagen sie nicht, aber trotzdem haben sie das große Eierfestival mit Eiersachen, die das Leben schöner machen. Ja, also irgendwo auf der Insel wird er sein. Gulliver ist auch wieder da. Wird ein langer Tag, ich sag's euch. Campingplatz. Ich schnei mal rein. Darf ich? Ich komme einfach. Da bin ich auch schon. Oh je. Carsten. Buongiorno. Nein, du träumst nicht. Carsten steht vor dir. Hättest nicht gedacht, dass dein Campingplatz so prominent eingeweiht wird, was? Du bist doch einer von den Einheimischen, oder? Ja, ich sehe sowas auf den ersten Blick. Und ich wage sogar vorherzusagen, dass du meinen Besuch hier sehr genießen wirst. Nein. Du wirst hier nicht einziehen. Allein aus dem Grund, wir haben schon Tommy. Das sind noch Pferde. Wenn, dann will ich Abwechslung. Was der Gulliver da macht, das sieht auch sehr gemütlich aus. Oh, wir haben April, es gibt neue Insekten und Fische. Bestimmt nicht brachial viele, aber es gibt neue Insekten und Fische. Ich weiß nicht mehr, ob ich den da habe. Nämlich einen, der sich irgendwie hinsetzt. Da bin ich sehr gespannt. Der kommt jetzt natürlich rüber. Befindet sich natürlich nur auf dem Wasser. Man kennt die unentschlossenen Schmetterlinge des... Welches ist der derselbe? Könnte sogar hinkommen.
Das sind die Wasserschmetterlinge. Wer kennt sie nicht? Achtung. Oho, ein Kolibri-Falter. Macht der Faltkolibris? Den habe ich nicht ganz gecheckt. Faltkolibris. So, du willst mir vielleicht erzählen, dass der Hasenherr nicht kommt wegen Gulliver? Das wäre natürlich der Super-GAU. Oh, die Ballons haben auch eine neue Farbe. Also alles anders im April. Ja, der April, der macht, was er will. Man kennt. Da angelt einer. Unwahrscheinlich, dass er sich oben befindet. Aber wir machen einfach mal Lucky Lucky. Ja, war ja umstritten, ne? Meine Hölzeraktion. Ach, da sind auch schon wieder welche nachgewachsen? Ne, das war nicht hier. Wir werden uns sowieso nochmal hier mit der Forstwirtschaft beschäftigen. An alle, die es im letzten Part so gestört hat. Kann ich verstehen. Ist natürlich auch eine Schande. Ja, aber ich bin für Schanden bekannt. Ja. Zumal das Ergebnis jetzt auch ist, kein Käfer ist drauf. Ja. Das wird's. Ah, da haben wir den Hasen. Ich nenne ihn einfach Hoppelhorst. Ist das in Ordnung? Hoppelhorst? Ich denke, das geht in Ordnung. Und wir machen alsbald den Vogelspinnentrick. Ja, einen eigenen Part für den Vogelspinnentrick. Stay tuned. Ja, du. Dann willkommen im April, erzähl mal. Der heißt Oos. Schlippidi-Zing, flippidi-boing, du hast mich gefunden. Das sag ich doch glatt. Hallöchen. Ich bin keine Seifenblase, nein, oh nein. Ich bin Osterhase. Reim dich oder ich fress dich. Stimmung! Ja, die Frifra-Freude ist groß. Du darfst gerne mitjubeln. Nur Mut. Und damit du weißt, warum du dich freuen musst, erkläre ich dir gern, warum ich hier bin. Übrigens, ich weiß, was du denkst, aber die Antwort lautet nein. Das hier ist kein Kostüm, verstanden? Papalapap, zurück zum Tita-Thema. Bald ist Häschentag und alle so, yippie, ich drehe los. Spaß im Freien, organisierte gute Laune. Und für mich jede Menge Arbeit. Weil du mich gefunden hast, verrate ich dir ein ganz super tolles Geheimnis über den Häschentag. Bereit? Mein Name ist Oos und jetzt leg ich los. Am Häschentag gibt's keine Schokolade, keine Bonbons und keinen Kuchen. Am Häschentag gibt's Glückseier. Der einzige Nachteil, du musst sie erst suchen. War das soweit verständlich? Das mit dem Kuchen ist verwirrend, aber das muss ich halt reimen. Also gut, nochmal zum Mitschreiben. Auf der Insel sind 6 Sorten Glückseier versteckt. Die musst du sammeln. So viele wie möglich. Und dann bringst du sie zu mir. In Gebäuden drin brauchst du nicht zu suchen. Da lassen sie sich nicht verstecken. Eigentlich sogar sehr gut, nur du hast keine Befugnis dazu. Bäume, Felsen, Gewässer, Erde und Himmel. Lass dir kein einziges Glücksei entgehen. Und zusätzlich zu diesem Bombentipp. Bomben! Hier, bitteschön. Ja, vielen Dank. Die Firma dankt. Eine Bastelanleitung für ein Häschenbett. Grundmaterial sind dafür natürlich die Glückseier. Und nun noch eine Hammer-Ankündigung. Hoffentlich verspreche ich nicht zu viel. Ich habe über auf der Insel weitere Bastelanleitungen für Häschentagkrempel verstärkt. Je näher der Häschentag rückt, desto mehr Anleitungen gibt es zu finden. Wenn du alle Anleitungen findest und alle davon nachbastelst, dann kriegst du einen Wahnsinnspreis. Also such wieder Fluch und bastel mit Hastel. Das gibt keinen Sinn, aber klingt doch ganz gut, oder? Ein viva wunderschönen Häschentag wünsche ich dir. Oh, man. Springe die Boing! Am 12. April ist Häschen-Doing-Tag. An diesem gliedlatlorechen Glückstag komme ich zurück und spiele hier den Alleinunterhalter. Bis dahin verrätst du den anderen nichts. Ja, soll eine Überraschung bleiben. Also genauso wie vielleicht für manches unpassend erschienen, die Einleitung heute mit dem April-Scherz ist, wenn ich am 1. April halt erst aufnehmen kann, dann könnt ihr erst am 2. April das sehen. Ich bemühe mich trotzdem, dass die zeitliche Differenz nicht so groß ist. Ihr kennt mich, ich habe privat viel zu tun und so. Und deswegen kann ich halt immer erst abends aufnehmen und am nächsten Tag habt ihr den Part. Ja, und so wird es auch mit dem 12. April ablaufen, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Sind die neuen? Nee, das ist immer noch der. Dass ihr da Bescheid wisst.
dass ich halt am 12. April das schon aufnehme, ihr dann aber am 13. April das erst seht. So, ich muss noch was anderes. Wie habt ihr mir gesagt, geht das genau? Kann ich hier... Ah, ja. Gut. Ja, in Ordnung. Das wusste ich auch nicht. Ihr erzählt mir manchmal Sachen, wo ich halt echt... Ich spiele gerne Animal Crossing. Wie gesagt, schon seit dem GameCube-Teil. Und dann immer mal wieder hier und da, Nirsch. Alles Mögliche, was man kriegen kann. New Leaf auch sehr gerne gespielt. Und Let's Play, Happy Home Designer, Let's Play und so weiter. Haben wir auch schon ein Glücksei. Aha, das Erdglücksei. Ach, guck mal, das sind welche an den Bäumen. Aber manches weiß ich halt nicht. Ne? Und das fängt damit an, dass ich... Flaschenpost. Dass zum Beispiel nicht wusste, ich habe immer die 1000 Sterni Säcke vergraben und 10.000 geht genauso, gibt sogar mehr. Es geht sogar 99.000 Sterni zu vergraben, nur die Wahrscheinlichkeit, dass du dann auch wirklich einen Geldbaum kriegst, der nur Sachen abwirft mit 99.000 Säcken, das ist möglich, aber glücksabhängig. Wie ich so hörte, ist es die sicherste Art und Weise, 10.000 zu vergraben. Deswegen, ich denke, die ganze Zeit hier sind so viele Fossilien. Ne, da sind Glückseier drin. Seid ihr ein Osterfan? Habt ihr auch als Kinder so ein bisschen die Eier gesucht, versteckt oder gemalt? Oh, guck mal, den habe ich. Habe ich den? Ich weiß es nicht. Neue Insekten. Der wollte flüchten, der Dude. Ne, ist ein Sandlaufkäfer. Ich war mir nicht ganz sicher. Und du? Und noch ein Kolibri-Falter. Also entspannt, Freunde. Ganz entspannt. Das ist ja ganz schön schnell unterwegs, das Geschenklein. War auch ein Ei drin. Vermutlich sind die schwer zu bekommen. Und außerdem scheinen die erst zu bekommen zu sein, seit ich mit dem Dude geredet habe, nicht wahr? Da hinten ist ja noch was. Ist hier noch ein Schatten? Tatsache. Es gibt auch einen Erfolg, wenn das Geschenk ins Wasser blumst. Habe ich gehört, da gibt es Nuckmeilen dafür. Sollen wir das mal wagen? Ja, ich weiß nicht, ob ich überhaupt so weit weg bin. Als ob. Die Schleuder ist weg. Aber immerhin gibt das Nuckmeilen. Wir gucken mal ein bisschen. Hier ein Geschenk. Häschentag-Teppich. Häschentag-Bett. Na, gucken wir jetzt gleich mal beim Crafting, wie das ausschaut. Was es genau ist und was es genau wird. Und ich würde sagen, die Eier, die sammeln wir bis zum besagten Tag. Die heben wir uns gut auf, die werden noch gesteckt. Ach, sind uns verschiedene. Erd und Laub. Okay. Hier war noch was drin in der Flaschenpost. Wer auch immer du bist, hiermit verkünde ich, dass ich mir bei einer Tasse Tee eine großartige Idee für eine Bastelanleitung kam. Ich lege die Anleitung bei, damit du auch davon profitieren kannst. Setze diese Anleitung bitte um. Deine Muse, Anne Rose. Kokosnusswasser. Whatever. Das gucken wir uns bei Zeit mal an. Helfen wir dem Gulliver. Ja, wir helfen mal dem Gulliver. Weil... Warum nicht? Haben wir schon zweimal gemacht, ne? Aber es gibt auch Stuff, wenn man das noch ein zehntes Mal macht. Ah, ich höre hier und da immer mal so ein paar Ecken. Ich höre immer mal wieder was. Und... Es sollte auch was geben. Vom Goldwerkzeug habe ich schon viel gehört, wie die zu bekommen sind. Viel zu schwer. Ah, wer hat das Steuer? Ich brauche noch 5 Minütchen. Ich habe allen Schiffszwieback abgeleckt, muss die Haltbarkeit prüfen. Schade, dass er immer dasselbe sagt. Ich werde gleich noch ein bisschen erzählen, wenn wir seine Nook-Phone-Teile im Sand suchen. Ich weiß nicht, ob er mal was anderes sagt. Aber ich freue mich immer über eure Genau. Not my day. Ich freue mich immer über eure Kommentare, wenn ihr mir helft. Das sehe ich nicht als Angriff, sondern als wirklich, es ist ein gemeinsames Projekt. Ja, und deswegen
Wir erleben das ja, ne? Wir müssen ja nicht auf Knall und Fall alles perfekt laufen, sondern es wird ein langes Let's Play. Stellt euch mal drauf ein. Beim Klappautermann hoch mit dir antreten, Matrose. Das ist hier unser erster geheimnisvoller Strand und sicher nicht der letzte. Ah, viel zu viel Salzwasser geschluckt. Reiß dich zusammen. Ja, ich bring da kurz eine Coke, oder? Hallo, Fremder, ist dies dein Strand? Warte, ich kenne dich, Brüderchen. Nein, du bist Let's Play Markus. Hey, wie geht's? Ich stecke jedenfalls immer noch in dieser Ja-Nein-Vielleicht-Romanze mit der launigen, lockenden See. Und wegen eines kleinen Unfalls, an dem ich bestimmt fast keine Schuld habe, bin ich schiffbrüchig wieder. Sieht das schiffbrüchig, wenn man gar nicht weiß, wo das Schiff ist? Das sollte ich inzwischen wissen. Ja. Wie gesagt, jetzt schon zum dritten Mal. Deswegen fange ich an, ihn nicht mehr vorzulesen. Die blühende Anemone des Meeres. Beim 10. Mal gibt's einen kleinen Preis. Oh, 18 Uhr, das heißt, jetzt ertönen die... War das die Stadtmelodie? Da wollte ich auch noch ein bisschen dran arbeiten. Ups, das, ja. Warum auch immer. Und ich versuche auch mal, Eier zu angeln. Wäre das was? Ich bin ein bisschen überfordert, weil ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Heldenhaft. Das ist diese positive Aufregung. Kennt ihr das? Ich bin voll Adrenalin. Das bei Animal Crossing. Ja, das bei Animal Crossing. Wir müssen jetzt in aller Seelenruhe gucken, ob hier im Sand was ist. Weil das übersieht man ja ein bisschen schnell. Aber da im Norden scheint wirklich nichts zu sein. Ja, also die Melodie werden wir auch irgendwann editieren. Gut, da haben wir was. Ja, ich habe viel vor. Mich nerven natürlich auch Sachen, ne? Sind wir ganz ehrlich. Ihr habt mir das geschrieben mit der Insel, mit der letzten. Da kam ja quasi gestern erst der Part. Ne? Und ihr habt mir das geschrieben, dass es eine Geldinsel war. Und, ich wusste halt nicht, dass es erstens mal, dass es so ist. Zweitens mal, dass es, dass man in die Mitte kommen soll, indem man das und das und das macht. Als ob. Ich habe aber noch eine Schaufel, oder? Habe ich nicht noch mehr? Ich hätte schwören können, ich hätte noch eine. Müssen wir kurz was craften. Verdammt! Ich habe auch keine Schleuder mehr. Wir craften uns direkt zwei Schaufeln. Eisenerz ist dabei. Das geht schon in Richtung Überlegung mit der Vogelspinnenaktion, die uns bevorsteht. Man will immer so viel machen, aber in einem Part passt nicht so viel rein, ne? So, zwei davon. Und die werden wir jetzt beide zu richtigen Schaufeln machen. Ganz im Ernst, es ist so schnell dunkel im Spiel, das passt überhaupt nicht. Da ist Dämmerung. Ich habe hier noch bis 20 Uhr heller, als es jetzt im Spiel ist, Mann. Und wo haben wir die... Ja. Da können wir nicht viel mehr machen. Na, irgendwann müssen wir uns mal wieder Holz beschaffen, fürchte ich. Das fehlt an allen Ecken und Enden. So, ich nehme an, das Geschenk ist schon über alle Berge. Ja, sowieso nur ein Ei. Apropos Ei, ich sehe da was. Komm, der Baum her. Ich sehe den Baum ja kaum. Nicht den. Ich sehe den Baum ja kaum. Oh yeah. Gut. Ja, aber immerhin bringt ein Monatswechsel ein bisschen Abwechslung mit sich. Wenn es nur ein bisschen ist. Habe ich die beiden schon? Ich glaube ja. Aber ich mache einfach mal hier. Ja.
Weil ich bin mir nicht 100% sicher. Das ist den wir eben schon hatten, ne? Kolibri-Falter und das da hinten ist Smetbo. Ich wollte es nur wissen, der fliegt auch schon die ganze Zeit hier rum. Es kann nur sein, dass die sich manchmal so ähnlich sind und bevor ich die überhaupt nicht mal gefangen habe, mache ich das doch lieber mal. Und angeln müssen wir auch noch. Aber das hat Zeit. Ich meine, wir haben den ganzen Aprilzeit quasi. Ich angel gerne, keine Frage. Hier irgendwelche Insekten? An meinen Tulpen? Ach ja, übrigens, was die Wege angeht, habe ich auch schon mitbekommen, dass es später richtige Wege geben soll, vom Spiel aus. Dass man da keine Designs basteln muss. Ich habe da schon schöne Sachen gesehen auf Twitter mit Trittsteinen und so weiter. Muss aber nicht, weil es später vom Spiel aus gibt. Deutlich später. Ja, also vielleicht ist es sogar eine News für den einen oder anderen von euch. Wissenswert. Jetzt habe ich beide Schaufeln hier drin. Das ist natürlich suboptimal. Nein. Eh keinen Platz mehr im Inventar. Gehen wir gleich noch entleeren. Und das ist was? Deiner Uniform. Aber ich kann doch... Oh mein Gott. Einpflanzen vor allen Dingen. Ich will doch nur gucken, was es ist. Ja, garantiert. Wo ist denn jetzt mein T-Shirt hin? Ach, weil ich zwei Sachen quasi habe. Verblüffend. Wie viele von den Dingen? Eine fehlt noch. Irgendwo im Sand. Achtung, Achtung, Achtung. So, das ist immer ärgerlich. Okay, hier vorne war's. Habt ihr vielleicht sogar schon gesehen, nur ich bin ein alter Blindfisch. Ist hier was? Ich dachte, ich hör das Geräusch, ne? Oder sind die Geschenke schnell weg? Vor allen Dingen, es kostet jedes Mal einen Schleuder-Energiepunkt, bezeichne ich es einfach mal. Es geht in die Richtung. Ich wusste es doch. Die sind auch schnell unterwegs, ne? Die sind schnell unterwegs. Was sagt ihr dazu, dass Nintendo, ich sag mal, diese Events immer nur an bestimmten Tagen freischaltet und das auch nur, wenn ihr wirklich eure Uhr mit dem Internet verbindet? Ne? Ich mal ganz ehrlich, aufnahmetechnisch ist es ab und zu ein Vorteil, wenn man die Zeit selbst im Griff hat. Wie habe ich das früher gemacht bei Yo-Kai Watch, Alter? Das war ja gar nicht mehr amtlich. Aber ich verstehe auch Nintendos Seite vollkommen, und so absolut richtig, dass die Leute, die wissen noch gar nicht, was später kommt. Du kannst gar nicht leaken, wie das an Silvester, an deinem Geburtstag vielleicht, an Silvester oder an Weihnachten oder aussieht. Die lassen sich da bestimmt einiges einfallen. Natürlich habe ich alle Teile gefunden. Gulliver hat noch so ein altmodisches Outfit, weil diese Augen mit diesen Wimpern nach unten, die sind so Gamecube-Style. Oder vom ersten Animal Crossing halt. Die sind nicht mehr so... Gibt's immer noch, ne? Aber ist nicht mehr so bekannt und beliebt. Ja. Das war das dritte Mal Gulliver. Und nicht das letzte Mal. Ich will auch immer die Blüten fangen, die so ein bisschen rumfliegen. Kennt ihr das? Oh mein Gott. So schnell bin ich nicht. Kam der her? Jawohl, ja. Eine Nasenschrecke. Das ist auch gut.
Eugen wird sich darüber sicher freuen. Den handeln wir noch ab. Ah, schon wach. Macht's nur, bis schon wach, ja? Ich grüße Sie, Let's Play Markus. Fossilien analysieren. Haben wir nur 3 gefunden? Irgendwo muss noch was vergraben sein. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Ich glaube, ab 18 Uhr gibt's halt auch die Vogelspinnen, ne? So, und das stiften wir jetzt. Waren 2 neue. Ja, einen davon. Wir haben noch keinen Kohlweißling gespendet? Are you serious? Guck mal an, die haben wir nur gefangen, als Eugen noch nicht hier war mit dem Museum. Verrückt. Der hat ja noch keinen Kohlweißling gehabt. Fällt zum Glauben ab, ne? Am besten hat er noch keinen Zitronenfalter. Nee, ich bin mir relativ sicher, dass wir das alles hatten. Sehr windstill gerade. Gucken wir bei euch nochmal rein, gucken, was es so gibt. Zu später Stunde. Ist das eine Trennwand oder was soll das sein? Hallo, willkommen in Nuxladen. So ein Schiff in der Flasche, ja, ein Bücherregal, eine Personenwaage. Was ist das? Das ist nur eine Wand. Einfach nur eine Zwischenwand. Nee, den Müll, also wirklich bei aller Liebe, ihr Leute. Ihr habt manchmal schon Müll auf Lager. Auch mit den Rüben habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Ich bekomme das mit, dass sich alle möglichen Leute intensiv beschäftigen mit Rüben. Und ich mir da bisher so denke, so, warum, ne? Rüben. Kann man machen, ist natürlich eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Aber es sind mehr Leute gefrustet, weil die nicht den richtigen Preis bekommen. Statt dass sich Leute freuen über, ja, dass alles richtig gemacht haben. Also die Rübengeschichte, natürlich werden wir uns damit auch nochmal intensiver beschäftigen. Ich habe jetzt noch nicht mal welche da. Das ist auch nicht, ne? Da kann man natürlich auch zusammenarbeiten und der eine hat dann die richtigen Preise und dann gehst du zu dem, aber wir machen das ganz entspannt, Freunde, auch im nächsten Part. Und ja, ich freue mich, wenn ihr da wieder dabei seid. Nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann und ciao!